Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zur Partie des Tages vom Zürich Chess Challenge, Challenge 2015. Partie des Tages habe ich heute auszulesen aus dem Schnellschachturnier. Und zwar ist ja gestern schon das klassische Turnier in Zürich zu Ende gegangen. Heute dann das Schnellschachturnier, wo die Ergebnisse jeweils einfach zählen. Im klassischen Turnier hätten die Ergebnisse noch doppelt gezählt. Und nach diesem klassischen Turnier lag Vishy Anand in Front mit einem ganzen Punkt Vorsprung vor Hikaru Nakamura. Dementsprechend wurden heute 5 Runden gespielt, also alle Begegnungen an einem Tag. Und einige Perlen waren dabei. Und ich habe mir die Partie zwischen Wladimir Kramnik und Levon Aronjan ausgesucht. Sie hatte zwar nichts unmittelbar mit dem mit der Entscheidung um den Turniersieg zu tun, aber sie war sehr, sehr lehrreich und instruktiv und deswegen möchte ich sie euch gerne einmal vorführen. Am Ende werde ich dann noch ein bisschen zur Tabellensituation und zum Ausgang des gesamten Turniers, aber auch dieses Schnellschach-Events am letzten Tage erzählen. Also, Wladimir Kramnik mit Weiß spielt D4, Levon Aronjan öffnet, wie schon so häufig gesehen, mit dem abgelehnten Damengambit und dann hier die Variante Dame A4 Schach, Springer C6, also Dame A4, hat die Absicht, den Springer nach C6 zu zwingen, wo er meistens nicht ganz so gut steht. Schwarz würde sicherlich sehr gerne den Bauern in vielen Varianten nach C6 stellen. Und wir werden auch im weiteren Verlauf der Partie noch sehen, wie Schwarz damit umgehen wird. Also Dame A4 hier, der zuletzt sehr populäre Zug, E3, kurze Rochade, Turm C1. Weiß verzögert weiterhin die Entwicklung seines Läufers, denn sobald der zöge, könnte Schwarz überlegen, zum Beispiel auf diese Art und Weise hier auf C4 zu tauschen. Weiß hätte ein kleines Tempo verloren. Dann würde der Läufer später nach D6 zurückgehen, ein Zug wie A6 wäre sehr nützlich. Und dann würde Schwarz versuchen, mit E5 das Zentrum anzuknabbern. Also Turm C1 und Schwarz hat jetzt nicht so viele nützliche Züge. Er kann seinen Springer natürlich nicht ziehen, da der Läufer hängt. Er kann seinen Läufer nicht so richtig nach D7 entwickeln, kann er vielleicht schon, aber viel bringt es nicht. Und Weiß ist außerdem auch bereit, nach A3 dann mit dem Turm auf C3 zu nehmen. Das heißt, der Druck auf den Bauern D5 würde Schwarz dann dazu zwingen, auf C3 den Läufer herzugeben. Und deswegen entschließt sich Levon Aronjan hier zum Zug Dame G6, was so ein bisschen die weiße Entwicklung behindern soll, indem der Läufer weiterhin an die Überdeckung des Bauern auf G2 gebunden wird. Auch das ist alles schon gespielt worden. Dame C2, ebenfalls hier der Hauptzug von Kramnik, einfach die Damen abzutauschen. Dame C2, Turm schlägt C2, Turm D8, der Bauer würde jetzt hängen, wenn diese Fesselung nicht wäre. Das heißt, wenn Weiß rechtzeitig zu A3 kommen würde, könnte er den Abtausch des schwarzfeldrigen Läufers hier verhindern, erzwingen. Das möchte Schwarz aber verhindern, denn schließlich ist das hier sein großer Trumpf, das Läuferpaar. Und den Läufer würde er gerne zurückziehen, deswegen also Turm D8. Und nach A3 kann der Läufer sich dann auch nach F8 verkriechen. Weiß also hier mit der etwas besseren Bauernstruktur ein wenig Raumvorteil, dem etwas natürlichen Figurenspiel, aber Schwarz steht noch relativ kompakt und hat eben diesen Trumpf, die beiden Läufer, zu seinen Gunsten. Springer B5 greift diesen Bauern auf C7 an, Turm D7 deckt ihn einfach und nun Läufer D3. Und das ist tatsächlich der erste neue Zug. Es gab bereits eine Partie mit C schlägt D5 an dieser Stelle. Und zwar von niemand anderem als von Levon Aronjan selbst hier mit Schwarz vor knapp 10 Jahren gegen Etienne Bacros spielend und die Partie ist Remis ausgegangen. Der erste neue Zug, also Läufer D3, bis dahin hatte Levon alles schon auf dem Brett. A6, man möchte natürlich diesen Springer loswerden. Man würde gerne das Ganze mit C6 machen, aber das scheitert hier natürlich an C schlägt D5 und der Bauer auf C7 ginge verloren. Also A6, Springer C3. Und nun ist die Frage, wie würde sich Schwarz weiterentwickeln? Der Läufer müsste natürlich irgendwie ins Spiel gebracht werden, aber ebenfalls auffällig ist, dass Schwarz so ein bisschen unter Druck geraten hier ist.
hier ist, hier entlang der C-Linie. Und deswegen räumt er die jetzt und macht eben das Feld für den Bauern frei. Nachdem weiß also sein Gegner mit Dame A4 Schach zu springen, als er C6 gezwungen hatte, wird dieser Springer umgruppiert, damit nachträglich doch noch C6 von einem Bauern ein Bauer sich nach C6 stellen kann. So. König E2, Turm D8, mit der Idee nun die Entwicklung nach und nach zu vervollständigen. B4, Läufer D7, Turm B1. Weiß hat sich relativ natürlich entwickelt, hat alle Figuren ins Spiel gebracht. Der König ist im Zentrum, ist ein bisschen mehr im Spiel als der Schwarze. Aber wir werden gleich sehen, dass es nicht so recht weitergeht für Schwarz, für Weiß, weil Schwarz eine Art Auffangstellung hier hingebogen hat. Läufer E8, nun der Abtausch auf D5 und A4. Also der typische Minoritätsangriff hier am Damenflügel. Und die beiden Läufer stehen hier auf der Grundreihe versammelt, macht aber nichts, denn es sind ja langschrittige Figuren und so braucht es häufig nur einen Zug, um die Läufer ins Spiel zu bringen. Außerdem sind sie ja auch schon im Spiel und wirken hier bereits gegen die weiße Bauernfront am Damenflügel. Springer C6 greift jetzt diesen Bauern an, Weiß muss dieses Problem konkret lösen, Springer A2 ist hier notwendig. Läufer D6 überdeckt jetzt diesen Bauern, für alle Fälle gegen B5 gerichtet. B5 trotzdem, AB5, Läufer schlägt B5, nach A schlägt B5 würde die A-Linie für den schwarzen Turm hier geöffnet und Schwarz hätte keine echten Probleme nach Springer A5. Also Läufer schlägt B5, Läufer D7, Springer D1 überführt den Springer jetzt auf ein besseres Feld nach D3, wo er etwas mehr Perspektiven hat als von F3 aus. Läufer F5, nun ein kleiner Tanz mit den Läufern. Und Läufer C8. Läufer B5. Und von hier an fängt Levon Aronian an, sehr, sehr stark zu spielen. Zunächst einmal zieht er seinen Springer erneut. Und wir werden sehen, dass er wieder den Zug C6 im Sinn hat, um diese Bauernkette zu solidieren. Soli, ist das ein Wort? Soli, ich weiß es nicht. Solide zu machen. So. Springer B8, Springer C3, C6, Läufer D3. Und nun sehen wir, dass die schwarze Bauernstruktur einfach ein bisschen besser ist. Der Bauer auf B7 wird hier sehr zuverlässig vom Läufer auf C8 gedeckt. Gleichzeitig versperrt der Läufer dem Turm nicht den Weg, sondern er wirkt schon entlang der A-Linie. Alles gut an der Front. Der Springer wird demnächst über D7, vielleicht auch über A6, aber typischerweise eher über D7 ins Spiel gebracht. Mal schauen, welche Route der einschlägt. Und es gibt keine aktiven Pläne für Weiß. Er hat keinen richtigen Bauernhebel. E4 würde vermutlich eher zu seinem Nachteil sein, die Stellung hier zu öffnen gegen das Läuferpaar. Und so spielt Kramnik einfach hier gesunde, solide Züge und versucht seine Stellung so einfach zu verstärken. F4, eine interessante Entscheidung. Er will nicht tatenlos zusehen, wie er langsam überspielt wird, denn man muss schon sagen, die schwarze Stellung ist ein wenig angenehmer. Es gibt einfach keinen richtigen Plan für Weiß und Schwarz kann seine Stellung noch auf viele Art und Weisen verstärken. F4, Springer D7, Springer F3, Springer F6, Springer E5. Das ist also die Idee von diesem Zug F4. Aber der Springer sieht zwar ganz nett aus, nur tut er leider nicht so viel auf diesem Feld. Wäre da zum Beispiel kein Bauer auf B7, dann würde er den Bauern auf C6 sehr unangenehm für Schwarz bedrohen, aber auf diese Weise macht er nicht so richtig viel. Läufer C7, Turm B2, droht jetzt den Einschlag auf B7 und dann würde der Springer schon sehr, sehr gut stehen auf E5, aber das verhindert Schwarz ganz einfach mit Turm A7. König F2, König G7 verbessert jeweils die Königsstellung. Ein typischer Zug in solchen Positionen hier, den König auf ein schwarzes Feld aufzustellen. Denn Weiß hat einen Weißfeldringläufer. Das ist in vielen taktischen Abwicklungen dann später von Vorteil und stützt auch hier die eigene Bauernstellung ein wenig für den Fall, dass man vielleicht später mal F6 spielen wollte. Turm B3, Weiß hat keine richtigen Möglichkeiten hier außer abzuwarten. Und Schwarz verbessert jetzt langsam seine Figurenstellung. Und jetzt kommt auch ein Manöver, das mir sehr imponierte während der Live-Kommentierung. Und zwar würde Schwarz hier sehr gerne H4 spielen, dann vielleicht Springer H5 und später dann mit G5
am Königsflügel anhebeln. Wenn er hier aber H5 spielt, kommt König F2 und Springer F3, neben Springer schlägt H4, würde dann so ein bisschen in der Stellung schweben. Das vorausahnend spielt Levon nun Läufer A5. Der Springer ist nicht so recht zu decken, er muss schon ziehen, wenn Weiß den Springer einfach deckt. Dann verliert er ohne Gegenspiel hier einen Bauern. Deswegen Springer E2 und nun Läufer D8 greift diesen Bauern wieder an. Weiß hat nichts Besseres als Springer C3 und nun ist H4 sehr gut möglich, denn nach König F2, Springer H5 sehen wir, dass Springer F3 einfach mit Turm E8 beantwortet werden würde. Und der Läufer hätte hier freie Sicht auf H4. Schwarz hätte so also ein halbes Tempo gewonnen und könnte weiter seinen Plan durchsetzen. Zum Beispiel irgendwann mit F5 hier anzuhebeln. Springer G3 ist aber auch ein Manöver, das immer möglich ist und dann vielleicht nach F5, um E3 zu bedrohen oder vielleicht dann doch noch über Umwege nach E3 oder aber über F5 nach D6. Mal gucken. Schwarz ist hier nicht unter Zeitdruck, er hat alle Zeit der Welt. Es ist so eine Mischung aus konkreten Plan verfolgen und einfach sinnvolle Züge machen und eben nicht allzu sehr die Stellung verändern, den Gegner soll ein bisschen auf Spannung halten, weil Schwarz derjenige ist, der hier die Karten in der Hand hält. Es folgte Läufer C2, Springer G3, hier das bereits erwähnte Manöver mit dem Springer nach G5, nach F5. Turm B3 überdeckt diesen Bauern zur Sicherheit und nun Springer D6. F6 war eine interessante Möglichkeit, um diesen Springer ein für alle Mal von diesem schönen Feld zu vertreiben. Und den Umstand zunutze zu machen, dass der Springer auf F5 hier diese Läuferdiagonale nach G6 verstellt, sodass man diesen Bauern nicht einfach verspeisen kann, zumindest auf den ersten Blick nicht. Und müsste Weiß jetzt wirklich mit dem Springer zurück, wäre alles gut. Aber hier hat Weiß noch die Ressource: Springer schlägt G6, König schlägt G6, G4 und nach H schlägt G3, Springer schlägt G3, steht er in einer sehr unangenehmen ewigen Fesselung und nach Turm G1 wird er dann Material spucken müssen. Der beste Zug ist hier vermutlich Turm E4, aber diese Stellung mit zwei Figuren gegen den Turm und einen Bauern ist zumindest nicht schlechter für Weiß. Die Fesselung ist immer noch da. Türme könnten über die G-Linie vielleicht eingreifen, aber auch D5 liegt hier im Bereich des Möglichen und es ist eher Schwarz, der hier erstmal die Balance halten muss. Deswegen also Springer D6 statt F6. Springer C3. Die Figuren werden wieder auf bessere Positionen gestellt, also eine weitere Manövrierphase in dieser Partie. Läufer D3 und nun endlich G5. Der erwähnte Hebel und Schwarz versucht jetzt am Königsflügel die Stellung zu öffnen. Seine Läufer schauen so ein bisschen dahin. Der Turm auf E8 steht auch sinnvoll. Der Turm auf A7 übernimmt Verteidigungs-, aber auch Angriffsaufgaben und so ist die Zeit gekommen, hier mit G5 die Stellung zu öffnen. Jetzt steht Weiß vor der Wahl. Will er die Bauernstruktur oder die Bauernstellung so lassen oder will er auf G5 nehmen? Kramnik entschied sich zu nehmen, aber auch nehmen lassen wäre durchaus eine Option gewesen. Hätte seine Vor- und Nachteile alles gehabt. D4 wird hier ein bisschen schwach. Schwarz erhält wieder ein paar Felder. Steht wieder ein bisschen besser, aber das wäre eben auch möglich gewesen. F schlägt G5, Läufer G5 und jetzt ist die Schwäche ausgemacht. E3, auch G2 könnte mal anfällig werden. Turm E1 überdeckt diesen Bauern schon mal prophylaktisch. F5 mit zweierlei Ideen. Einerseits das Feld E4 zu erkämpfen für den Springer. In einigen Varianten ist das sehr nützlich. Und andererseits, was fast noch die größere oder die wichtigere Idee ist, mit Springer F7 diesen starken Springer von Weiß nun endlich abzutauschen. Es folgte G3 und hier griff Levon Aronian nach einer wirklich sehr schön geführten Partie das erste Mal so ein bisschen fehl und spielte nicht den richtigen Plan. Er spielte Springer E4 Schach, stattdessen, wie erwähnt, Springer F7 wäre sehr stark gewesen. Weiß hat nichts Besseres vermutlich als hier zu nehmen und nach König schlägt F7 oder aber auch H schlägt G3 zuerst, ist die schwarze Stellung einfach sehr viel angenehmer.
H-Schlag E3 auch eine gute Option und dann Springer F7. Diese beiden Schwächen, die sind einfach sehr, sehr unangenehm. Stattdessen spielte Aronjan hier Springer E4 Schach und nach Läufer schlägt E4, F schlägt E4, findet sich ein sehr starker Zug für den Anziehenden. Kann natürlich nicht auf H4 schlagen, wegen Läufer schlägt H4 und es geht die Qualität hier verloren. Andererseits will Weiß vielleicht G4 spielen. Vielleicht hatte sich Levon Aronjan auf G4 verlassen, dann könnte er mit Läufer F6 einen Bauern einsacken hier. Auch das ist nicht ganz so klar, weil Schwarz dann mit einem etwas suboptimalen Läufer verbleibt gegen einen Springer, dem auf einmal sich Felder bieten würden. Aber trotzdem, aufgrund des Mehrbauern würde Schwarz hier besser stehen. Aber Turm G1 war hier ein sehr unangenehmer Zug. Schließlich hatte Läufer schlägt H3 auch gedroht und das macht diese Fesselung entlang der G-Linie sich zunutze. Wir sehen, dass nach Läufer schlägt H3, G schlägt H4 sofort die Figur gewinnt. Und auch H schlägt G3, Turm schlägt G3 ist ganz gut für Weiß. Es folgte hier Läufer F6, G schlägt H4 Schach und König H7. Die schwarze Stellung ist immer noch sehr akzeptabel. Er steht vermutlich sogar ein bisschen besser. Aber nun hat Weiß hier gewisse Ideen und zieht langsam sein Spiel auf. Die Springer sind den Läufern nicht viel unterlegen. Es gibt einige Stützpunkte für die Springer. Und sie werden gleich anfangen, hier rumzuhüpfen. Und noch hat Weiß ja auch einen Mehrbauern. Der wird jetzt gedeckt, der H4 zumindest. Dafür geht der H3-Bauer verloren. H5, Turm G8 und Springer E2 macht sich diesen Umstand nun zunutze, dass der Turm den B7-Bauern decken muss, nicht auf A4 schlagen kann und aktiviert jetzt diesen Springer auf C3, der bisher ja nur Verteidigungsaufgaben übernommen hatte und ansonsten diese sehr solide Bauernkette sich angeschaut hat. Läufer F5, Springer F4 und Läufer C8 deckt jetzt diesen Bauern. Nun hängt A4, aber Turm B4 deckt diesen Bauern nun einfach mit dem Turm. Und der Turm ist im Zweifelsfall immer ein bisschen schneller im Spiel als der Springer von C3 aus. Deswegen war das sehr nützlich für Weiß. König H6, immer ein nützlicher Zug. In vielen Varianten könnte mal Springer F8 kommen mit Tempo. Und dann müsste man mit diesem ganzen Rumgehüpfe hier rechnen, deswegen König H6, Turm G2, ja, eine Mischung zwischen Abwartezug und vielleicht aber auch Möglichkeit, um Fortschritte zu machen. Der Zug Springer E5 war hier möglich, dann muss man aber mit Läufer H4 rechnen und ich denke mal, Kramnik wollte hier nach Turm G2, nach Läufer H4 Schach dann demnächst auf G1 einfach Unterschlupf finden. Läufer F5, Springer E5 und nun Turm schlägt G2. Läufer H4 Schach wäre auch möglich gewesen, aber dann geht sowohl König G1 als auch König F1, was vielleicht noch ein wenig genauer ist, um Läufer E1 hier nicht zuzulassen in einigen Varianten. Und deswegen nahm Levon Aronjan hier auf G2. König schlägt G2, König G7, König G3 und nun H6 Schach. Also, die Zeit wurde langsam knapp und in so einer Stellung sind die Springer natürlich nicht ganz ungefährlich. Man muss auf lauter Gabeln aufpassen und auch grundsätzlich sind die Springer hier den Läufern nicht mehr unterlegen. Die Bauernstruktur ist festgelegt, relativ geschlossene Stellung und man muss sich ein bisschen Sorgen machen um den schwarzen König. Die konkrete Idee von H6 ist nun, nach König schlägt H6 Springer F7 folgen zu lassen. Dann Springer D6, diesen Läufer zu bedrohen und diesen Bauern auf B7 dann zu gewinnen. Deswegen König H7, Springer F7 deckt jetzt diesen Bauern einerseits, droht aber auch Springer F7. Läufer E7 ist die logische Fortsetzung, greift sogar den Turm an, der muss ziehen, dann fällt der A4-Bauer. Aber hier hat Weiß schon einige Aktivität und es droht unmittelbar Turm G2 nebst Turm G7 matt. Schwarz hat also einen Mehrbauern, aber in einer praktischen Partie, vor allem in einer Schnellschachpartie, nicht ganz ungefährlich für den Nachziehenden, denn er muss sich Sorgen um seinen König machen. Turm A6 mit der Idee, vielleicht mal den Turm mit Hilfe von C5 zu aktivieren. Turm G2 und nun Läufer F8 greift diesen Bauern an.
und deckt natürlich diese Mattdrohung. Turm G6 droht jetzt Springer G5 Schach. Und hier hätte Levon Aronjan die letzte Ausfahrt nehmen können und diesen Bauern auf H6 einfach vernichten. Die Idee ist, dass Turm H6, König schlägt G7, kein Problem für Weiß, für Schwarz ist. Es gibt nun keine gute Möglichkeit hier sein Mehrmaterial zu behalten. Turm H8 ist möglich, aber dann würde der Läufer einfach irgendwo hinziehen. Vielleicht nicht irgendwohin. Vielleicht nach G4. Und Schwarz hätte hier auf jeden Fall genug Gegenspiel. Springer schlägt H6 ist die andere Möglichkeit, aber dann kommt C5 und nach dem Abtausch der Türme würde der Springer hängen und auf D4 einen Abtausch drohen. Er hätte auch keinen guten Felder, müsste nach F7 und der Computer sagt auf jeden Fall, dass Schwarz sich hier halten könnte. Statt Läufer schlägt H6, was aber auch keine zugegebenermaßen keine einfache Entscheidung ist, folgte hier C5. Das war sicherlich die Idee von Aronjan, der bis hierhin auch wirklich eine gute Partie gespielt hat. Ein bisschen vorher schon bessere Fortsetzungen ausgelassen hat, aber noch okay stand. Oder zumindest noch ein paar Züge zuvor nicht in Gefahr geraten sollte. Nun aber mit diesem Einsteller C5 und ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen, er übersieht, dass Springer G5, König H8 nun dazu führt, dass der Bauer entweder durchläuft oder Weiß matt setzt. Es kam nun H7, möglich wäre auch gewesen, hier erst zu schlagen und dann mit Schach, mit Hilfe dieser beiden Springer, diesen Bauern endlich zur Dame zu verwandeln. Es kam stattdessen sofort H7, droht jetzt Turm G8 matt und es gibt gar keine Möglichkeit, sich davor zu retten, außer Turm schlägt G6, aber dann läuft der Bauer natürlich durch. Also eine sehr unterhaltsame Partie hat damit begonnen, dass Levon Aronjan mit Schwarz seinen Gegner aus der Eröffnung im Mittelspiel und dann im Endspiel nach und nach überspielt hat, was für diese knappe Bedenkzeit sehr imposant war, wie ich fand. Kramnik hat sich aber als sehr zäh erwiesen, hat sich sehr, sehr gut verteidigt und dann seine Chance genutzt, seine Chance, als sie sich ihm geboten hat. 71 Züge und hin und her, wie ich finde, für Rapid eine sehr hochklassige Partie, wo beide Spieler ihr Können haben aufblitzen lassen. Mit der Entscheidung um den Turniersieg hatten sie aber nicht viel zu tun. Der Turniersieg wurde am Ende des Tages sogar durch eine Armageddon-Partie entschieden. Nachdem Nakamura es schaffte, im Schnellschachturnier den einen Punkt Rückstand, den er auf Vichy Anand bis dahin hatte, nach dem klassischen Turnier aufzuholen, dann waren beide punktgleich. Nachdem Nakamura Anand wohlgemerkt in der vorletzten Runde mit Weiß noch geschlagen hatte und so zu ihm aufschließen konnte, in der letzten Runde spielten sie dann beide Remis. Und dann gab es diese Armageddon-Entscheidungspartie. Vichy Anand mit Weiß musste gewinnen, hatte 5 Minuten auf der Uhr. Nakamura mit Schwarz, dem reichte schon ein Remis und er hatte 4 Minuten auf der Uhr. Und am Ende des Tages gewann Nakamura sogar mit den schwarzen Steinen in einer sehr überzeugend geführten Partie eben diese Partie und damit auch das Turnier. Wenn wir uns noch ganz kurz die Tabelle von diesem Turnier anschauen, sehen wir Nakamura und Anand also in der Kombinationswertung von Schnellschach und klassischem Schach am Platz an der Sonne mit 9 aus 15. Dürfen beide sehr zufrieden sein mit ihrem Turnier. Nakamura, der ja sowieso ein fantastisches Jahr 2015 bisher erlebt, das Gibraltar Open gewonnen hat und nun sowohl im klassischen Schach als auch im Rapid hier seine Klasse bewiesen hat. Anand mit ebenfalls einer sehr sauberen Leistung in diesem Turnier. Schade, dass er dann im Blitzen doch noch das Nachsehen hatte. Kramnik mit 8,5 aus 15, nachdem er relativ langsam gestartet ist, mit 5 Unentschieden in der klassischen Wertung. Dann die erste Partie, dann auch wieder Remis im Rapid, dann aber 2 Siege einstreute und sogar das Turnier hätte mitgewinnen können, wenn er Karjakin geschlagen hätte und er hatte dazu die Chance, hätte nur einen Zug finden müssen. Aber es war natürlich wieder Zeitnot und alles andere als einfach zu sehen. Auf den Plätzen 4, 5 und 6 dann Aronjan Karjakin und Fabiano Caruana, die alle drei nicht so recht zufrieden sein dürften.
mit ihrem Ergebnis, vor allem Arunyan und Caruana, ein wenig überspielt, so scheint es, nachdem sie in Wyk an See und schon in Baden-Baden im Jahr 2015 gespielt hatten, werden sich sicherlich freuen über eine kleine Pause. Ja, das war das Video zur Partie des Tages heute. Ich hoffe, sie war für euch lehrreich und ihr habt ein bisschen was daraus ziehen können. Wenn ihr euch für die anderen Partien interessiert, klickt einfach mal bei uns auf die Live-Übertragungsseite. Wir haben da alle Partien zum Nachspielen. Man kann sie auch als PGN runterladen und natürlich die Engine drüber laufen lassen, um direkt zu sehen, was Sache war. Ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns bald wieder auf Chess24.